Hallo Freunde und hallo zu Watten Barbecue. Heute gibt es ein weniger norddeutsches Video, heute gibt es ein eher süddeutsches Video. Und zwar ungefähr 800 Kilometer von hier weiter südlich, München. Seit dem 17.09. ist nämlich das Fass angestochen auf dem Münchner Oktoberfest. Und was liegt da näher, als mal zwei Burger zum Besten zu geben und mal in Richtung Süden ein Prosit der Gemütlichkeit auszurichten. Prosit. Prosit. Und zur Xuffa. Naja, die einen trinken so ein Bier, die anderen eben halt norddeutsches Pilsen noch. Aber ist halt so. Ja, wir wollen euch einladen und wollen zwei Semmeln machen. Einmal ein leckeres Leberkässemmel, schön mit Sauerkraut und mit süßem Senf und Weißwürste, aber Weißwürste in der altbekannten Döner-Variante, allerdings beides im Laugenbrötchen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns begleitet und einfach mal zuschaut, wie wir das gemacht haben. Und dann würde ich sagen, wir gehen an den Grill und sehen uns nach dem Intro. Für unsere Wiesensemmeln brauchen wir zwei Laugenbrötchen, Sauerkraut, werden wir nachher schön mit Speckwürfeln und Zwiebeln auf der Plansche anbraten. Kommt super auf den Burger. Natürlich ein bisschen Grün für den Burger. Dann haben wir hier eine Scheibe Leberkäse und zwei Weißwürste. Die werden wir gleich noch von der Pelle befreien. Ja, und dann zur Dekoration ein bisschen Camembert-Käsemischung, Obazza und süßen Senf. Für die Plansche ein bisschen Öl und für den Griller natürlich ein leckeres Oktoberfestbier. Schneiden wir mal zuerst unsere beiden Laugenbrötchen auf. Scharfes Messer wäre cool, weil umso schöner sieht nachher der Burger aus. So, das wären unsere beiden Laugenbrötchen. Und dann haben wir jetzt hier unsere Weißwürste. Da ritzen wir jetzt mal der Länge nach auf. Und dann versuchen wir mal die Pelle da abzuziehen. Nummer 1. Das kennt ihr ja vielleicht auch schon vom Döner. Das versuchen wir auch gleich wieder. Das ist so ein bisschen abgehandelt davon. Und Nummer 2. So. Das weg. Und jetzt fangen wir hier an, schöne Scheibchen runterzuschneiden, schön dünn. Ihr könnt das gerne versuchen mit dem Sparschäler. Ich habe das schon mal versucht. Das Video blende ich euch mal oben ein. Da ging es um einen Bratwurstdöner. Und zwar griechischer Art, mit selbstgemachter griechischer Bratwurst. Wie gesagt, probiert das gerne aus. Ich kann es nicht. Ich mache das lieber so. Die werden wir gleich dann schön anbraten, die Stücken. Und dann machen wir uns dann einen feinen Burger von. Ja, und den Leberkäse, den brauche ich euch ja nicht zeigen. Der ist ja schon in ein schönes, fast rundes Stück geschnitten. So, ein paar Tropfen Öl auf die Plansche und dann geht's mit Zwiebeln los. Plansche ist schon schön heiß. Oh, gleich super Geruch. Oh, Zwiebeln auf einer Plansche, das ist immer wieder genial. So, ganz kurz anschmurgeln lassen. Als nächstes kommen unsere Schinkenwürfel dazu.
Knuspern wir auch noch schön mit an. Muss schön aufpassen, dass die Zwiebeln nur glasig werden und nicht verbrennen. Das ist wichtig. Sonst wird es bitter. Machen wir eigentlich nur für unser Sauerkraut. Wenn es zu warm wird, immer mal das Oktoberfest feiern. Ah. Oh. Zum Wohle. So, jetzt ist alles schön glasig. Sieht man auch schon, dass der Speck auch etwas rosaner geworden ist. Jetzt können wir das Kraut dazu geben. Ist schon vorgekochtes Kraut. Einfach für die schnelle Geschichte. Und auch das braten wir jetzt schön auf der Plansche an. Das riecht. Oh, Leute, wenn ihr das riechen könntet. Oh, jetzt habe ich aber einen schönen Schwall in Grill gemacht. Naja, der soll auch nicht leben wie ein Hund. So, das soll es gewesen sein. Das füllen wir jetzt erstmal zum ein bisschen Abkühlen hier in die Glasschüssel. Gut, sehr gut riecht es sogar. Und immer zwischendurch das Bier trinken nicht vergessen. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Immer schön dran denken. Das ist jetzt unser fertiges Kraut mit Zwiebeln und leckeren Schinkenwürfeln. Und zum Warmhalten stellen wir das jetzt hier oben über die Plansche. Weiter geht's mit unserem Fleisch. Wieder ein bisschen Öl. Leberkäse. Und Weißwurst. Schnitzel. So. Zudem legen wir noch zwei unserer Semmeln hier oben auf den Warmhalterost. Können sie ein bisschen knusprig werden. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall die Unterseiten von unseren Semmeln, das kann oben bleiben, und bestreichen die mit Oberzer. Nicht sparen, verträgt ein bisschen was. So, das war die eine Seite und auch die andere. Das ist quasi unser Chester-Käse vom Burger. Und wieder zurück auf den Grill. Kann hier noch ein bisschen schmelzen. Und dann geht es gleich zum Zusammenbau. Ui. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ah, hier schön kross unsere Weißwurst. So mögen die Leute, die Weißwurst eigentlich nicht mögen, auch Weißwurst. Und hier oben unser Burgerbun. Ach, den brauchen wir noch nicht. Wir geben mal erstmal los mit unserem Fleisch. Legen wir hier erstmal rein. So, einmal für die Weißwurst und einmal für den Leberkäsburger. Das stellen wir schon mal auf den Tisch zum Zusammenbau. Und dann nehmen wir hier unsere beiden Unterhälften und die beiden Oberhälften. Wunderbar. Und ganz zum Schluss haben wir hier noch nicht so anfassen, Ole. Lieber mit Handschuh. Und jetzt geht's an den Zusammenbau. So, dann bauen wir mal zusammen. Erstmal ein bisschen grünes
auf den Oberzer. Der ist übrigens schön angeschmolzen. Dann haben wir auf dem einen Burger unseren Leberkäse und auf dem anderen unsere krosse Weißwurst. Na, wir werden da wohl zwei Weißwürste da drauf kriegen. Das gibt's ja wohl nicht. Oh, ist halt ein bisschen mehr. Anaconda Burger. So. So. Dann haben wir noch das Kraut. Oh. Das riecht hervorragend. So. Oh, kann noch ein bisschen was drauf. So. Ja, noch ein bisschen. So. Dann haben wir noch den süßen Senf. Der kommt aber jetzt mal auf die andere Seite, weil sonst fällt uns der Pisa-Turm um. Auf der anderen Seite. So. Ja, ruhig ein bisschen mehr. Wird eine Sauerei. So. Und dann die Hochzeit. Nummer 1 und Nummer 2. Da sind die beiden. So, kommen wir zum obligatorischen Mittelschnitt. Das wird wahrscheinlich wirklich nicht so ganz einfach. Nummer 1, der, was ist das, Weißwurstburger? Jo. Ach, der sieht doch schon mal sehr lecker aus. Hier die schöne Weißwurst. Lecker. Sehr gut. So, wieder zusammenfahren. Vom Oberzer probiere ich schon mal ein bisschen was. Ja, lecker. Und jetzt nehmen wir, wie schneide ich den am besten? So. Und der andere, der Leberkäsburger. Schöne Grüße an die. Na, bin ich nicht ganz durch? Schöne Grüße an die Wiesen. Ja, auch sehr lecker. Ja, und jetzt geht's ans Probieren. Nochmal, ne? Prost. Prosit, sagen die Bayern. Uns zwar super. Prosit. So. Dann fangen wir mal an mit. Ach, komm her. Mit dem Weißwurst-Burger oder der Weißwurst-Semmeln. Schauen wir mal, was die kann. Alle weggucken. Der grüne Salat stört ein bisschen. Aber sonst lecker. Upf. Also. Ich hätte gedacht, dass das Kraut etwas mehr im Vordergrund steht, aber die Weißwurst, die ist sehr kräftig und der süße Senf, ja, also es könnte auch eine normale Weißwurstsemmeln sein, wenn ich ganz ehrlich bin, aber schon mal gut. Aber jetzt bin ich auf den Leberkäse-Burger oder die Leberkäse-Semmeln gespannt, weil die sah schon im Anschnitt so sehr gut aus. Also, auf euch. Lecker. Ja, und das schmeckt mir auch mehr vom Kraut. Habe ich da mehr drauf gemacht? Eigentlich doch nicht, oder?
Mmh. Und der Käse auch schön hinten raus. Das ist ja so Camembert-artig. Lecker. Also, wenn ihr Lust habt, macht das mal nach. Das ist echt lecker. Ich werde das auf jeden Fall nochmal machen. Mit ein bisschen mehr Sauerkraut noch dabei. Also, da würde ich mich schon... Also, da würde ich schon sagen, ein bisschen Sauerkraut könnte da mehr drauf. Aber gut, das muss ja jeder selber wissen und ist ja jedem überlassen. Ich sage nochmal Prost und auch der Kamerafrau Prost. Habt euch wohl und Agurden, haut rein. Übrigens, 799 Abonnenten, einer vor 800. Ich trinke auch auf 799 Abonnenten. Fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal, haut rein.